sind 4 Takte normales Intro. Ich habe die Bläser drüber imitiert. Da können wir einsteigen. Was wir sagen, steigen da bei dem. So, wir starten Rap 3, dann kommt wieder Riff, nochmal Rap. Warte, schau mal, Andi, ich suche mal Rap 3, schau, ob das das ist. 4-5 Takte davor, spiel ich an. Spiel's mit. Wieder ab und dann steigen wir ein. Wir sind heute im Stella Musica Studio, wo der Andi Bieringer die neue CD Salsa, Jazz und Rock'n'Roll produziert. Der Chef im Studio ist der Christian Zierhofer. Christian, an deinen Wänden und Gängen deines Studios hängen jede Menge goldene CDs. Welche war denn die erfolgreichste? Die erfolgreichste Produktion, die am meisten verkauft hat, war die noch Vinylplatte, die hinten im Büro, das war Kassel und der Spatzen. Nun ist ja Atet bei dir mit insgesamt 40 Musikern. Wie ist denn das zu bewältigen? Naja, wir haben also einen recht genauen Plan erstellt. Dann legen wir sicher mal kurz mal den Nervenplan. Ja, mach es so? Mal. Muss einer auf den anderen warten, wenn er so dem anderen Sänger zuhören will und sich selber schon jetzt nicht davon einspielt. Wie läuft denn so eine CD-Produktion überhaupt ab? So? Ja, also die Basis für eine Aufnahme passiert so wie früher auch mit einer Basisbesetzung, mit der man also zunächst einmal ein Playback einspielt. Das ist also Schlagzeug, Bass und Klavier gewesen in unserem Fall, auch die Gitarre ab und zu. Und der Andi hat also sozusagen als Guide-Spur, sagen wir jetzt in der Studioarbeit, einmal drauf gespielt, damit die Band weiß, wo sie überhaupt ist. Nachher, wenn diese Basis aufgenommen ist, wird das also so ein Arbeitsplayback gemacht und von dem aus ist dann ein Sänger, Instrumentalist oder Percussionist oder halt ein Gitarrist in der Lage, über das Playback überhaupt noch drauf zu spielen. Wie schaut es da mit der Produktionszeit aus? In unserer Form, würde ich sagen, sind diese 3 bis 4 Wochen, die wir uns heranberaumt haben, ja eigentlich fast schon so wenig. Im Jazzbereich ist da überhaupt ja nichts. Wenn man 16 Takte lang ein Solo hat, dann ist es nicht immer so, dass dieses Solo in einem Take durchgespielt wird. Man nimmt 4 oder 5 Stunden Spuren auf und sucht sich dann nachher das beste Solo raus. Nach dem großen Erfolg deiner letzten CD hast du dich jetzt entschlossen, wieder eine weitere CD zu produzieren? Die neue CD heißt Salsa, Jazz und Rock'n'Roll und wie der Titel schon sagt, ist eine sehr vielseitig. Es sind lateinamerikanische Stücke drauf bis Rock'n'Roll, auch Eigenkompositionen diesmal zum ersten Mal. Also das ist ein weit gefächertes Musikspektrum, was sich da jetzt auf der neuen CD. Ja, und die Anzahl der Musiker hat sich es waren rund 20 bei Musiker auf der ersten CD und die hat sich heuer verdoppelt, also es waren über 40. Jetzt in 2 Wochen hier im Studio, kann man sich vorstellen, bei 40 Musikern ist es nicht so einfach. Wir haben 10 Sängerinnen, noch einige Sänger dazu, wir haben so viele Instrumente, dass man die Lieder richtig besetzt, also dass jeder glücklich ist. Und eine Idee war zum Beispiel, es befindet sich ein Lied darauf, Mini de Mucho, wo alle Interpreten, die auf dieser CD mitwirken, auch sich verewigt haben musikalisch. Ob das jetzt im Chor ist oder mit einem Instrument. Also das ist eine sehr interessante Version von diesem Lied. Meine Damen und Herren,
Dear ladies and gentlemen, das ist die Geschichte einer Band, so reich an Instrumenten und musikalischen Möglichkeiten wie ihre großartigen Sängerinnen und Künstler. Auf dem Weg zu schier Unmöglichem. Once upon a time, there was a group of brave and enthusiastic people, holding up the spirit of music as their life's inspiration. Following their inner voice of calling their playing music and trying to entertain a fastly growing crowd of people coming to their concerts. And as a result, here it comes. She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest breed. But Minnie had the hardest figures away. Hidey-hidey-hidey-ha. Hidey-hidey-hidey-ha. Ho-dee-ho-dee-ho-dee-ho. She loved him though, he was coking. He took her down to Chinatown and showed her how to kick the gong around. Heidi, 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 hi. Heidi, 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 hi. About the king of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with platinum wheels. He gave his down house and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had a $1 million worth of nickels and dimes. She sat around, count them a million times. Vorstellen, dass so eine Produktion sehr aufwendig ist? Ja, aufwendig und kostspielig natürlich. Das funktioniert nur, wenn man Sponsoren hat, die hinter einem stehen. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich gute Partner für ATS gefunden habe. Das ist eine große Maschinerie, die hinter so einer Produktion steht. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle bei allen Musikern, die da mitgewirkt haben. Das sind sehr, sehr gute Freunde. Erstens, weil sie zu den Auftritten gekommen sind. Und es war immer so, dass die eine Einlage gemacht haben von zwei, drei Songs oder komplette Sets mitgespielt haben mit der Band. Und da ist es nicht selbstverständlich, dass die kommen und spielen. Ja? Also in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Künstlern, die da wirklich mitgemacht haben. Das ist einzigartig und das klappt wirklich nur, wenn man zusammenhält. Ja?
Athens ist eine große Familie geworden. Und das beginnt eben vom Plakatdruck, von Leuten, die Plakate schreiben, die dann im Studio mit mir Musiker ins Studio gehen, von den Leuten, die dann im Studio sitzen, wie den Christian, bis hin, die ganze Werbetrommel rühren. Und da ist es gut, wenn viele Köpfe da zusammen sind, die dann das ausgleichen. Also an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken. Okay. Okay. So, da, okay.